Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Ich zeige euch heute, was in der Nura auf der Suche Deluxe Box bzw. dem T-Shirt Bundle inklusive Patch, CD, Album und Nuno Spiel drin ist. Ich habe es schon in der Instagram Story angedeutet. Ja, ich komme mir so vor, als hätte mir meine Mutti Frühstücksschnitten gemacht für die Schule und da werde ich 50 Euro bezahlt. Ja, ihr habt euch nicht verhört. 50 Euro habe ich dafür bezahlt. Ich frage mich, warum. Wir gehen der Sache jetzt auf den Grund. Link ist in der Beschreibung. Ich weiß zwar nicht warum, aber der Link ist in der Beschreibung. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr für den Algorithmus einen Daumen nach oben da lasst. So, ich brauche gar kein Messer. Um das wenigstens, naja, um die Verluste wenigstens gering zu halten, sage ich mal so. Ja. Junge, was ist denn das für eine Scheiße? Ganz ruhig. Ich muss versuchen, wenigstens neutral und objektiv zu bleiben. Diese Verpackung macht mich gerade aber so unfassbar wütend. Ich bin hungrig, deswegen bin ich etwas leicht reizbar. Möchte natürlich die Inhalte auch nicht beschädigen. Junge, was ist denn das? Was soll denn das? Ist das eine Papiertüte, die man jemanden über den Kopf macht, wenn man zu hässlich ist fürs Bumsen? Also, das ist ja wirklich mit Abstand die furchtbarste Deluxe-Box. Ich vermute mal, also ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass das gerechtfertigt wird, damit das irgendwie umweltschonend ist oder irgend so ein Scheiß. Ja, aber dann bitte nicht für 50 Euro, sondern für 25 oder so. Die Inhalte sind, wir haben hier ein T-Shirt, wirklich. Das ist das Album auch aus Pappe. Und dann ein Spiel. 50 Euro. Bruder, Alter, das ist echt. Also das ist ja ganz, ganz vorn mit dabei bei den schlimmsten. Ja, ich möchte jetzt noch nicht urteilen. Erstmal schauen. Vom Asylheim in die Charts. Stabil, auf jeden Fall. Ein eigenes Buch gibt es auch. Vielleicht für 60 Euro. Naja, mal gucken. Hey, ich dachte, Nura ist eine Solokünstlerin. Aber offensichtlich ist es eine Band mit fünf verschiedenen Frauen auf der Suche. Ja, das sind die Tracks. Ali Neumann, Gentleman, Drunken Masters. Stabil. Ja, wir haben hier, wie gesagt, keine richtige Albumaufmachung. Wir haben hier, sieht aus wie so ein Mixtape oder so. Also wir haben ja nur dieses Pappteil, wo hier alles so drin steckt. Sehr auf Billo gemacht, um es mal auf Westdeutsch auszudrücken. So, hier haben wir das Booklet. Texte sind auf jeden Fall am Start. Also viermal, Mama, ich schwöre, ich war es nicht. Sehr schön, sehr schön. Ja. Was ist das für eine Tracklist? Wichsen ist Mord. Ist das irgendwie Satire oder so? Hat mir irgendjemand hier was zusammengebastelt und das so fanpostmäßig geschickt und trollt mich ja gerade mies, weil ich wirklich glaube, dass es ein echtes Album-Release ist? Oder? Ich komme doch gerade echt nicht klar. Ja, wir werden auf jeden Fall die Charaktereigenschaften betont. Okay. Also das ist ein Kartenspiel. Ich packe das jetzt gar nicht aus, weil ich möchte den Wiederverkaufswerte nicht noch mehr schmälern. Sonst ist er ja dann irgendwann einstellig. Ja. Ah, jetzt verstehe ich das Wortspiel Nuno. Uno sozusagen im Design von Nura. Gut. Uno-Spiel haben wir hier drin. Ist ein Kartenspiel. Kennt. Ja, gut. Geht klar. Ist okay. Das ist grundsätzlich ein Inhalt, der legitim ist. Und auf jeden Fall besser als jetzt irgendwelche Drogenzubehörer oder irgendein anderer Scheiß. Damit kann man was machen. Eigentlich ganz cool für die Fans. So, jetzt haben wir hier ein T-Shirt, dessen Qualität auf den ersten Blick echt nice ist. Auf der Suche. Nö, die Qualität vom Stoff ist geil. Da kann man nichts sagen. Ich suche hier die ganze Zeit nach dem Gucci oder Louis Vuitton-Logo. Das würde nämlich erklären, warum das Ganze hier 50 Euro kostet. Ja, ist schön gemacht auf jeden Fall. Hat sehr gute Qualität. Also das ist top. Ich war es nicht, steht hier auf diesem Patch. Okay. Klar.
So sieht's aus. Sieht ein bisschen oversized aus. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass eher Mädels das hier kaufen. Ich probiere das jetzt mal an. Das passt doch den meisten bestimmt gar nicht. Also man muss ja... wie gesagt, ich probiere es erstmal an, aber ich würde mal vermuten, man muss als Mädel schon relativ was auf dem Knochen haben, damit das die richtige Größe ist. Also nicht gegen beleibte Mädels, finde ich geil, aber wundert mich, dass ich dafür entschieden wurde. So. Gab es da verschiedene Größen? Nö. Gibt es keine verschiedenen Größen. Also das ist für mich oversize. Ich bin 1,85 Meter, 1,86 Meter, wie geht's, 84 Kilo oder so. Und das ist komplett oversize. Ist an sich ein komplett geiles Oversize-Shirt. Ich werde mir vielleicht sogar überlegen, das zu tragen. Ich kann ja hier irgendwas anderes dran machen. Das T-Shirt an sich ist schon geil. Also muss ich mal sagen. Ich denke mal, das werde ich behalten. Weil die Quali, die geht richtig fit. Scheiße, ihr sagt, nee, gut. Gut, dann bleibt's. Ja, an sich, sehr, sehr nice T-Shirt. Ich frage mich nur, wie es zu der Entscheidung kam, dass man das in diesem Format macht. Aber geht klar. Also, wenn der Fanstamm von Nura Typen sind wie ich, aber die eigentlich so 5 bis 10 Kilo mehr wiegen als ich, perfekt. Könnt ihr mir gerne Feedback da lassen, ob das der Fall ist. Falls ja, geil. Lass treffen. Ich möchte dir einen Rimjob geben. Gut, falls es nicht der Fall ist, lass trotzdem treffen. Naja, fassen wir die Box mal zusammen. Wir haben... Mann, was gibt's denn da zusammenzufassen? Wir haben eine Papiertüte, wir haben ein T-Shirt, was wirklich geil ist. Also keine Frage, das Shirt ist nice. Wie gesagt, ich bin ja auf die Eigenschaften des T-Shirts ausführlich jetzt eingegangen. Wir haben ein Uno-Spiel im Nura-Design, also Nuno, und wir haben das Album an sich, was ich sehr schwach präsentiert finde, was hier die Pappaufmachung angeht. Was ich gut finde, ist, dass die Texte drinstehen. Das heißt, das Booklet wurde nicht vernachlässigt. Das bewerte ich immer sehr gut, weil das Booklet viel aussagt über die Art und Weise, wie eigentlich ein Künstler so, naja, drauf ist. Ganz, ganz schwach ist das hier. Also was soll denn das? Ich sag mal 32,99. Dann wären alle glücklich gewesen. Dann hätte man immer noch mehr als genug dran verdient. Und wäre ein fairer Preis. Meinetwegen, wenn es unbedingt sein muss, 35 Euro oder so. Wenn unbedingt so viel daran verdient werden muss oder das so teuer ist, das herzustellen. Ich weiß nicht, was so ein Kartenspiel in der Herstellung kostet, aber ich glaube auch nicht so viel. Meine Schmerzgrenze sind 34,99. Weil, ja, dafür, dass keine richtige Deluxe-Box dabei ist, dafür, dass ja kein richtiges Album-Dingsbums ist, man kauft ja im Prinzip nur ein T-Shirt. Man kauft ja nur ein T-Shirt. Danke fürs Anschauen. Eure Meinung bitte in die Kommentare. Nein, ich bin kein Hater. Ich mache hier niemanden schlecht. Das ist einfach mein Geld, was ich hier ausgegeben habe. Ich habe hier 50 Euro auf den Tisch gelegt und das gekauft und ich bin damit sehr unzufrieden. So, wisst ihr? Das ist der Ursprung meiner Stimmung, wollte ich nur nochmal gesagt haben für alle Nura-Fans. Wenn ihr den Inhalt feiert, geil. Tschüss, Sikowski.